Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grill am Fuß des Wiehengebirges. Heute voll kalt draußen und nass. Muss man ein Feuer machen. Das machen wir nämlich hier im Utschak. Utschak, kennt ihr diesen kleinen schönen Ofen? Da packen wir dann Kasan drauf und in dem Kasan machen wir Hähnchenkeulen Teriyaki mit ganz viel Gemüse. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann gerne nach dem Intro. Ja, das Wichtigste für Hähnchen-Teriyaki bzw. Hähnchen-Kollen-Teriyaki sind die Hähnchen-Kollen. Da haben wir hier, ich glaube, 14 Stück. 13 haben wir schon mal die Haut abgezogen, weil wir möchten das ganz gerne ohne Haut probieren, weil im Kasan werden die sowieso nicht knusprig. Und dann labert die Haut da so rum, das mögen wir nicht. So eine habe ich gelassen, zeige ich euch gleich, wie ich die abgezogen habe. Ja, und dann geht es hier weiter. Natürlich brauchen wir Soja, rote Zwiebeln, Knoblauch, braunen Zucker. Dann zum Würzen der Kollen haben wir hier Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß und ein bisschen Chili-Pulver. Das haben wir gemixt, das kommt nachher so ein bisschen dran. Ihr hört draußen, knackt schon mal das Holz, der Utschak brennt. Ja, und dann nachher kommen wir rein an Gemüse. Haben wir hier rote Spitzpaprika, grüne Spitzpaprika. Dann haben wir hier Karotten in dicken Streifen. Das sind hier solche, ja, ich sag mal so 6x6, ne? 7x7, das tut nicht weh. Die werden sowieso weich. Ja, dann braune Champignons, sind glaube ich gut 500 Gramm. Zwei Bund Schnittlauch, Frühlingszwiebeln hier. Die haben wir geschnitten, ein paar nachher noch für die Garnitur ganz gelassen. Und zwar so auf 5-6 cm Länge. Die kommen dann nachher auch einfach mit rein. Und ganz am Ende kommt dann natürlich Sesam drüber und wieder meine geliebten Frühlingszwiebeln. Aber ich räume das jetzt um. Dann schälen wir hier mal zusammen so eine Hähnchenkeule und dann geht es gleich draußen am Kasan weiter, wenn wir ja, den aufgesetzt haben, der die passende Temperatur hat. Und dann kommt Öl rein und dann geht's los. Ja, dann mal weiter mit den Hähnchenkeulen. Dafür nehmen wir uns hier so ein schönes Küchenpapier, weil sonst rutscht euch das Zeug vor den Finger. So, und dann schieben wir hier die Haut so ein bisschen hoch. Und wenn ihr merkt, dann wird es hier so richtig glitschig. Und da ist er schon. Nehmen wir das Küchenpapier, packen die an. Das ist wie bei den Spare Ribs. Wenn man in die Silberhaut abzieht, auch Küchenpapier nehmen. Kann man besser packen. Und dann einfach über den Knochen ziehen, fertig. Das war's schon. Und ja, das haben wir mit den anderen 13, wie gesagt, schon gemacht. Ja, und jetzt einfach mal so ein bisschen von dem Gewürz drüber. Nicht zu viel, weil das Zeug landet ja nachher im Soja. Und ja, das wird dann zu viel. Das ist too much. Aber wir machen hier so ein bisschen drüber, dass die so ein bisschen Geschmack kriegen. Lassen die jetzt 5-6 Minuten stehen. Und wenn der Kasan dann gleich die Hitze hat, Öl rein. Dafür nehmen wir Rapsöl. Kann gut Temperatur ab. Also kein Olivenöl, das verbrennt ab 130 Grad, kaltgepresste Öle 130, ja, man kann Olivenöl bis 190 Grad erhitzen, aber ist für diese Sache dann nicht so geeignet und deswegen nehmen wir da Rapsöl und da fahren wir ganz gut mit. Ja, lassen wir einen Moment stehen, warten, dass der Kasan draußen Fahrt aufnimmt und dann geht es gleich los. So, Feuer brennt, Kasan, oh, seht ihr schon, ne? Der hat Dampf. Und jetzt geben wir hier mal so eine Rutsche Öl in die Runde. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. Nicht zu wenig. Ausnehmen kann man immer. So, ich sag mal, das sind gute 100 Milliliter. So, und in dieses Öl geben wir jetzt diese leckeren Hähnchenkeulen. Ne? Hier wird hier schön gefettet. Da brennt auch nichts an. So, die dürfen jetzt ruhig ein bisschen scharf anbrutzeln. Aufpassen, es ist sehr heiß. Verbrennt euch nicht die Finger und ihr seht schon, keine Haut. Das ist gewollt. Ich weiß nicht, wer es schon mal probiert hat mit Haut, aber in diesem Fall geht es nicht. Wollen wir nicht, weil am Ende die Soße rüberkommt. Auf dem Grill kein Problem, kann man machen. So. Die brutzeln wir jetzt richtig an, zwischendurch mal ein bisschen drehen. Ja, und dann, wenn die Farbe haben, kommen sie raus und dann kommt ein bisschen Gemüse rein und dann geht es weiter. So, Keulen haben wir jetzt 5 Minuten angebrutzelt, so sehen sie aus. Genial. So, Deckel weg heißt, Farbe haben sie ein bisschen gekriegt, aber die liegen nachher noch im Soja. Das ist also, wir nehmen sie jetzt erstmal raus. Damit wir dann anfangen können, ja, mit den Champignons würde ich sagen. Die nehmen wir dann auch raus. Dann das andere Gemüse. Am Ende kommt alles wieder dazu. Und wir nehmen es deswegen raus und kochen das nicht die ganze Zeit mit, damit wir am Ende noch so ein bisschen Geschmack haben. Vor allen Dingen Eigengeschmack, gerade bei Champignons. Genial, schaut es euch an. Hammer!
Ja, so brutzelt es und in diese oder Restfett die Champignons einfach rein. Und die Geschmäcker, die bleiben natürlich alle im Öl. Geht natürlich auch weniger, nimmt ja ein bisschen ab, bleibt ja an den Champignons, am Gemüse was. So, und das lassen wir jetzt einmal richtig durchbraten und dann geht es gleich weiter mit dem anderen Gemüse. So, die Champignons hatten ihre 4 Minuten hier. So sehen sie aus. Das ist völlig genial. So, die nehmen wir jetzt raus. So, ist schon eine Ecke weniger geworden. Aber macht überhaupt nichts. So, wie gesagt, die nehmen wir jetzt raus. Die lassen wir wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen und dann kommen als nächstes die Karottenstifte rein, weil die brauchen vom ganzen Gemüse am längsten. Und die lassen wir auch 5, 6, 7, 8 Minuten, je nachdem, wie lange sie dann brauchen. Vollgar sollen sie natürlich nicht sein, aber so leicht bissfest. So, jetzt warten wir eine Minute oder zwei und dann geht es gleich weiter. So, ist wieder warm oder heiß, jetzt kommen die Karotten. Da genau das gleiche. Einmal richtig durchbrutzeln. So, und die lassen wir jetzt aber ein paar Minuten. Qualmt ganz schön hier. So, die Karotten. Das waren so 6, 7, 8 Minuten. Jetzt Paprika, rot-grün, Spitzpaprika mit rein. Die brauchen aber nur 1, 2 Minuten. Die werden ratzfatz, werden die gar. So, die ziehen wir einmal hier so ein bisschen mit durch. Und dann nehmen wir gleich zusammen alles wieder raus. Und dann wird wieder richtig Temperatur aufgebaut. Da kommt das Geflügel rein. Aber jetzt machen wir einmal kurz den Deckel drauf, dass einmal richtig heiß wird. Und dann geht's weiter. Frühlingszwiebeln. So, Karotten, Paprika. Genial. So, und die kommen hier jetzt mit rein, aber wirklich nur ganz kurz. Also ich sag mal eine Minute, länger nicht. Nur, dass sie einmal mit warm werden, dass sie ein bisschen Fett kriegen, ein bisschen Geschmack vom anderen. Und dann kommt alles zusammen wieder raus. So, eine Minute nach Frühlingszwiebeln, sage ich jetzt mal. Jetzt nehmen wir alles raus. Fett lassen wir ein bisschen abtropfen. Guck, die Karotten, die fangen sich schon leicht an zu biegen. Also die sind noch leicht bissfest, aber hört mal die Kirche. Sie sind uns gut gesonnen. Passt hier wohl alles rein? Ja, sollte passen. So, das nehmen wir jetzt raus, dann wieder Temperatur aufbauen und dann kommen die Keulen wieder rein. So, Fett ist wieder heiß, Geflügel wieder rein. Upsi. Oh, geht gut ab. Oh, das duftet. Ja, kann man geben, ne? Ups. So, und den Saft tun wir nicht weg. Lassen wir jetzt wieder 1-2 Minuten und dann gibt es Teriyaki. So, wir widmen uns der Teriyaki-Soße. Dafür nehmen wir Knoblauch, fein gewürfelt, also die genaue Mengenangabe wie gewohnt. Mengenangabe oder was habe ich jetzt gesagt? Also Mengenangabe wie gewohnt, auf zu lachen. Unterm Video rote Zwiebeln, das waren glaube ich 2 Stück, so mittlere. Genau das gleiche. So, dann Sojasauce. Also diese normale schwarze Sojasauce, die es gibt. Nicht die süße, sondern die würzige. Auch fertig. Einmal leicht verrühren. Ihr seht schon, wird jetzt schon dick. Aber das ist noch nicht dick flüssig. Das ist einfach nur von den Zwiebeln. So, dann haben wir hier braunen Zucker. Den rühren wir da auch mit rein. So, weil wir jetzt ja ein bisschen Flüssigkeit brauchen, haben wir hier nochmal Wasser. So, und diese Menge kommt da auch mit rein. So, dann rühren wir das Ganze leicht auf
und geben in diese schöne Soße jetzt, ich glaube, das sind 2 Teelöffel Speisestärke. So, und da müsst ihr gucken, dass ihr die schön verrührt. Vor allen Dingen klumpenfrei, ist aber kein Problem, geht ganz einfach. Kein Mehl nehmen, Speisestärke, da gibt es ja eine Menge auf dem Markt. Einfach unterrühren und kurz bevor wir das gleich zugeben, nochmal aufrühren, weil Speisestärke hat die dumme Angewohnheit, die setzt sich gerne ab. Also einmal kurz aufrühren, aber ihr hört schon draußen, das Feuer knuspert. Können wir jetzt eigentlich sofort direkt rausgehen und geben das Ganze dann, nein, dann nehmen wir ja doch den Teigstaber. So, ihr seht, Fett ist unten drin, das Zeug ist auch heiß, Farbe hat es angenommen. So, und das geben wir jetzt einfach so oben rüber. So, und da die Stärke ein bisschen abbindet, zwischendurch ruhig mal gerne so ein bisschen umrühren. Und wie gesagt, wir machen das jetzt so. Wir heben das mal so ein bisschen durch. So, jetzt schwimmt alles leicht in Flüssigkeit. Wie gesagt, die Stärke bindet irgendwann. Jetzt haben wir noch genug Flüssigkeit, irgendwann nicht mehr. Ich mache jetzt einen Deckel drauf. Dann warten wir mal, ja, so 4-5 Minuten. Ihr seht schon, am Rand wird schon so ein bisschen dick. So, das Ganze, die Zwiebeln, die ziehen jetzt so ein bisschen Wasser, aber wie gesagt, 3-4 Minuten warten und dann nochmal durchrühren. So, gute 20 Minuten später. Das Feuer ist fast weg, ist fast aus. So ein ganz bisschen Glut ist noch da. Das reicht aber, weil jetzt soll ja nur noch das Gemüse, so die Champignons, die haben auch ein bisschen Saft gezogen, den Saft nicht wegkippen, den haben wir da vorhin mit reingekippt. Ist gar nicht schlimm. Das Gemüse einfach oben rüber. Zieht sicherlich auch noch ein bisschen Saft, auch nicht schlimm. Eine will nicht. Oh, der bleibt hier. So. Jetzt nehme ich natürlich nicht mal den großen Löffel, jetzt nehme ich hier so einen kleinen Holzlöffel. Ich hebe das Ganze mal so langsam durch. Also das riecht jetzt haargenau wie beim Chinesen. Also wirklich Soja, Knoblauch, ne? So diese ganzen Quinten, das kennt ihr alle. Also ich finde es super genial. Aber hier das Fleisch fällt schon ab hier, ne? Klasse. Also sollte schön, oh, das duftet. So, jetzt lassen wir das noch einmal so ein bisschen aufblubbern, sage ich jetzt mal, weil das Gemüse zieht jetzt noch ein bisschen Wasser, darf es auch. Ganz kurz. Ja, und dann müssen wir gleich mal wieder probieren. Einen kleinen Holzspann haben wir noch mal aufgelegt, aber wirklich einen ganz kleinen. So, das ist das Ergebnis. Ui, ja, ne, the fuck. Ich hoffe, die Linse beschlägt nicht. Puste mal leicht, so sieht's aus. Genial, oder? So, das nehmen wir jetzt runter, richten das ein bisschen an und dann wird verkostet. Hähnchenkeule Teriyaki aus dem Kasan. Hammer. So sieht's aus. Ein bisschen Sesam drüber, ein paar ja, Frühlingszwiebeln sind's. Und ich darf jetzt verkosten, das werde ich auch tun. Und nimm mir jetzt einfach mal ein Stück Fleisch. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie zart die sind. Hier, also ihr seht, ne? Bam, bam. Also das Ganze hat jetzt insgesamt vielleicht eine Stunde gedauert. So, und ich werde das jetzt probieren, so ein bisschen mit Soße, ohne Gemüse erstmal. Sagt dann mal auf euch und guten Hunger. Boah, alter Verwalter, genial. Also diese Soja-Würze, die Karotten noch bissig, also bissfest, wirklich. Voll genial, voll genial. Oh, hier ist noch ein Stück Hühnchen nochmal. Schon abgefallen. Boah, also Soja, voll drin. Teriyaki, diese Süße, total. Also ist nicht zu viel Zucker. Ja, geschmacklich Weltklasse, würde ich sagen. Champignons probieren. Mmh. Außen Teriyaki, innen Champignon. Welt, also wirklich. Leute, probiert das aus. Also das kann man auch im Dutch Oven machen bestimmt. Die Frühlingszwiebeln, die wir im Ganzen beigegeben haben. Jetzt mal mit so einem Champignon. Also ich darf da jetzt so reinpieken, weil wir das gleich zusammen essen, meine Frau und ich, beziehungsweise die Kinder auch. Also das ist echt mega. Hammer. Hammer sage ich ja nicht mega. Mega sagt jemand anders. So, Paprika, Champignon, Frühlingszwiebel, Karotte, Sesam, Fleisch und Soße.
Das schiebe ich jetzt mal rüber zu meinem Kamerafrauchen. So, guten Hunger. Und sag mal was. Also ich finde es echt klasse. Also die Krönchen, die kann man natürlich auch mit dem Finger anpacken, klar. Mache ich jetzt natürlich nicht. Bin ja ordentlich erzogen. Nein, bin ich nicht. Also ehrlich. Habt ihr auch gehört, was du gesagt hast? Total lecker. Also, dafür zum Chinesen fahren, wird sich jetzt nicht lohnen. Die Arbeit ist minimal. Die Kochzeit ist 1 Stunde insgesamt. Ja gut, mit Vorbereitung schneiden sind es 2 Stunden. Nachher den Kasan auch sauber machen vielleicht oder den Grill bzw. den Utschak noch mal 1 Stunde. Aber egal, dafür grillen wir. Hier heute draußen regnet es wie verrückt. Und dann sonnengeniales, schönes, warmes Essen. Oben gibt es gleich noch ein bisschen Reis und Salat dabei. Ja, mir gefällt es. Wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer an dieser Stelle wohlwollende Kommentar. Daumen nach oben. Abo wäre genial. Glocke aktivieren, damit euch Keule Teriyaki aus dem Kasan nicht durch die Lappen geht. Ja, bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue-Dino. Grillen am Fuß des Wiengebirges. Macht's gut. Und ich weiß jetzt eins. Wir haben noch 13 Keulen. Schönes Wochenende. Wow. Ehrlich gut. Also ehrlich.